Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Shrouded mit Voucher und mit unserem Uralderle. Schön, dass ihr da seid. Unsere Sachen müssen wir heute holen. Ich habe mir nochmal die Karte angeschaut. Eventuell macht es ja Sinn, dass wir... Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier reinlaufen kann, ne? Wenn du mal genau schaust. Bei Rotfels. Dann aber hier ein Elixierbrunnen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht beim Elixierbrunnen irgendwo eintauchen können. Hier rein auch, ne? Ich kenne die Map noch nicht. Ich würde es einfach mal probieren, dass wir es auf dieser Stelle irgendwo brauchen. Wir brauchen nur einen Zugang, wo ich wieder hochlaufen kann. Aber bevor wir das machen, werden wir... Ich muss die jetzt alle mal repräsentativ draußen hinstellen. Den Mana-Ring brauche ich nicht unbedingt. Ne? Wir müssen natürlich jetzt dann nochmal los. Weißt du noch, wo ich die... Da ist er. Den habe ich gesucht. Den habe ich gesucht. Pass mal auf, wieso stelle ich denn die nicht einfach mal hier rüber für einen Moment? Achso, wegen, die brauchen Schutz, gell? Die brauchen doch Schutz. Ja, ja, ja. Musste schon. Jägerin, Bäuerin, Alchemist. Ja, sie winken uns halt zu. Ist doch top. Ich stelle mal hier hin. Hey, servus. Sehr sympathischer schon mal. Ein sehr sympathischer, gefällt mir. Ich wundere mich, ich bin wieder unter den Lebenden. Ich bin Balthasar, ein Alchemist. Ich stelle Tränke und andere Dinge her. Ist das Balthasar, Leute? Das ist ja genial. Ah, was? Wie gut ist denn der? Cooler. Über Magierstäbe und Zauber. Wie ich sehe, stehst du mit der Flamme in Verbindung. Oh, glorreiches Licht. Du musst der Magie fähig sein. Warum versuchst du es nicht? Zauberstäbe sind einfach zu benutzen, aber für Magierstäbe braucht man Zauber als Munition. Ich kann dir das beibringen. Stell mit mir einen Magierstab aus totem Holz her und du wirst spüren, wie das Licht durch deine Adern fließt. Schreinerei. Ein weiteres Paar Hände wäre nützlich, wenn wir jemals planen, die Basis zu erweitern. Ich für meinen Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weitere Krypta der Erbauer befindet. Warum siehst du dich nicht etwas um? Sehr geil. Ist der letzte da? Der letzte NPC, glaube ich, im aktuellen Stadion. Ich gehe mal rein jetzt hier. Guck mal rein hier beim Alchi. Miasma Überlebensfläschchen. 2 Minuten maximale Zeit im Miasma. Bams, Kohle, Miasmaflüssigkeit und Holzsäure. Ich glaube, Holzsäure können wir auch schon herstellen. Muss ich abbrechen hier. Das ist natürlich eine gute Geschichte, wenn man dann unterwegs ist. Wo hab denn ich das gesehen? War das hier? Scheinbar nicht. Nee. Wir hatten aber Holzsäure, Leute. Wir hatten Holzsäure. Ich weiß bloß nicht mehr wo, ne? Holzsäure. Bumm. Könnten wir uns Miasma-Fläschchen herstellen? Vielleicht mal. Da stehen sie alle in Erwartung, dass was passiert. Und ich trill hier rum, ne? Hallo, ich will noch mal ganz kurz rein. Also, das ist eine gute Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Da stand was von 45 Minuten. Aber es könnte ein Arschretterfläschchen sein, weißt du? Ich gehe mal auf Holzsäure, ich brauche Holzscheit und Erde. Er ist schon dabei, das durchzujagen. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Ein bisschen mehr Holz könnte ich reinmachen. Lassen wir doch einfach mal ein bisschen Holzsäure hier für uns arbeiten. Wie war das jetzt wieder? Ach, ich nehme es einfach so rüber. Gab es da nicht auch eine... Okay, falsche Richtung. Das ist ja genial, wie lebendig jetzt alles hier schon ist gerade, ne? Welchen habe ich gemacht? Den hier? Ist das der Holzsäure im Moment? Ist er. Stapel teilen, hier war es. Zack, Holzsäure läuft schon mal durch, während wir uns weiter mit ihm unterhalten. Hey. Gesundheitstränke ist okay. Aber jetzt, das ist mal ganz wichtig. Enthält geläuterte Miasma-Flüssigkeit, die die Widerstandskraft des Benutzers erhöht. Verlängert die Zeit um 2 Minuten. Dieser Effekt hält 45 Minuten an. Also der... Du kannst also hintereinander Fläschchen dann, ne? Kohle, Miasma-Flüssigkeit und Holzsäure haben wir jetzt dann gleich. Dann läuft's. Dann haben wir hier den Feuerball-Zauber. Wir werden schon auch Zauber probieren, auch wenn ich nicht drauf spezialisiert bin vielleicht, ne? Vielleicht ist es ja geiler zum Blocken wie ein Bogen. Dann kann er den Schleifstein, ein einfaches Werkzeug für schlichte Malarbeiten, besonders gut für harte Zutaten geeignet. Feuerstein 10 Stück und 15 Steine.
wären Projekt Feuerstein und Steine. Feuerstein. Ja, da brauche ich ja mehr Feuerstein. Wo haben wir denn die wieder gefunden gehabt? Kohle brauche ich jetzt auch gleich jeden Moment. Feuerstein und Steine. Ich muss ein bisschen suchen jetzt. Ich glaube, die Stelle, die ich gemeint habe, die habe ich so weit abgebaut, dass ich die nicht wiederfinden konnte, ne? So, das müsste ja dann auch fast schon reichen. Aber wenn ich gerade hier dran bin, mache ich gerade mal weiter noch ein bisschen. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob das dann tiefer in die Erde reinreicht irgendwann. Ja, guck mal, du kannst hier einiges abbauen, ne? So, aber das reicht erstmal zu dem, was ich testen will. Die Ansicht irritiert mich deswegen, weil ich mein Haus da hinten gesucht habe. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Bauen wir uns das Teil. Ich will gucken, ob das mit dem Knochenmehl da hinhaut, ne? Und dann müssen wir allerdings los, dass wir nachher nicht unter Druck sind, wenn wir unsere Sachen wiederholen wollen. Weiß auch nicht, ob die ewig liegen. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass... Ja, er hat es geschafft, Feuerstein zu finden und alles jubelt hier. Schleifstein ist hergestellt. Ist das ein Tool, das ich einfach aufstelle? Oh ja, nun schön. Schön ist es. Herrlich. Herrlich. Kohlen Exile ist ein bisschen so. So, wir haben durchsuchbare Rezepte 1, Knochenmehl. Was brauchen wir natürlich? Knochen. Dann würde ich sagen, malen wir auch schon mal Knochen durch. Ich gucke gerade mal hier rein, ob da noch irgendwelche Überbleibsel sind. Wenn nicht, hier in der Kiste hatten wir. Da hatten wir normalerweise ganz viel Knochenmehl. Ich baue einfach mal so 50 alle durch, oder Leute? So, mein Freund Schleifstein, guck mal. Er mehlert und nichts wird geschmälert. So, mein Freund, du bist ja schon mal ein sehr guter. Insektenstaub, ein proteinreiche Zutat, die aus zerkleinerten Panzern von Brutlingen hergestellt wird. Leuchtstaub. Miasma. Ich kann aus Flüssigkeit und Sporen selber eine Seele bei ihm jetzt herstellen. Geistermagierstab. Hut des Alchemistenlehrlings. Er eignet sich perfekt für ausgedehnte Wanderungen. Schwuppidiwupp. Bücher. Aus alten Büchern kannst du Bücher machen zum Hinstellen. Oh, da brauchst du 80 alte Bücher. 80 alte Bücher. Ich habe 6. Ich nehme an, dass da noch irgendwann mal was kommt, wo man die dann richtig... Guck mal, wie die sich immer alle dann gleich freuen, wenn man ums Eck kommt. So, Freund, hier ist ja dieses Geschichtle. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Heilungsstrom bei Alchemist freigeschaltet. Leuchtfeuerpfeil bei Jäger freigeschaltet. Magische Munition bei der Benutzung Heilungsprojektile freisetzt. Halte gedrückt, um den Zauber kontinuierlich zu realisieren. Rüste den Zauber aus und nutze Mana, um ihm mit einem Magierstab zu wirken. Sehr, sehr interessant, oder? Eisenbolzen. Okay, soweit ist klar. Den haben wir gebaut. Was ich jetzt nicht mehr weiß. Die Geschichte wäre für uns interessant, ne? 10 Holzsäure, Kohle habe ich. Jetzt brauche ich noch 10 Miasma-Flüssigkeit und dann können wir los. Die war hier drin. Ja, Leute. Ich hoffe, der braucht jetzt halt nicht so lange, dass wir die gleich mitnehmen können. Ansonsten gehe ich ohne. Achso, ja, ist sowas hier. 2 Minuten maximale Zeit im Miasma, 45 Minuten Zeit. Ich hoffe nur, dass es nachher kein Abklingstimer ist. Also, wenn ich es richtig sehe, ich nehme das jetzt. Hier ist der Timer, ne? Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn ich die 2 Minuten... Ach so, ich habe jetzt die Möglichkeit, das können wir hier schon testen. Ich habe jetzt 45 Minuten lang die Möglichkeit, 8 Minuten ins Miasma zu gehen, ne? So rum muss man das, glaube ich, werten. Ich dachte, das ist so ein Aufschubstrang, ne? Siehst du, ich habe jetzt 8 Minuten. Und wenn die 45 rum sind, bin ich wieder bei meinen 6.
Okay, ich hab's verstanden. Ich dachte, du bist bei 6 Minuten und die laufen ab. Kurz vor null nimmst du den Trank und hast nochmal zwei. Pass. So, Leute, ich will meine Sachen holen. Da ist nämlich das Salz drin und mit dem Salz geht es dann hier auch weiter, ist doch klar. Das räume ich dann auf, wenn wir fertig sind. Würde ich jetzt einmal ganz kurz an die Lebensmittelkiste noch gehen. Dann haue ich die Tomaten mal rein und das hier, dass wir das nicht auch nochmal verlieren. Den Mais rein. Mir erstmal über Lebenstrank. Den mache ich auch mal. Ne, Tränke haben wir oben. Lass uns das halbwegs. Mit der Flamme reden wir, wenn wir zurück sind. So, einmal ganz kurz hier reinglinst. Die waren ja eigentlich nicht schlecht, ne? Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Dann haben wir hier die vier übrig. Den Mana-Trank hier, den mache ich dann hier. Ne, ich lasse ihn oben. Ja, aber weil es ist ein Buff-Ding, den brauche ich nicht unbedingt. Soweit okay. Ey, es macht so Laune. Ist überhaupt nicht schlimm, dass ich meine Sachen jetzt noch holen muss. Ich freue mich sogar nochmal dahin zu gehen. So, dann haben wir hier, das können wir dann irgendwann durchkochen. Ich nehme die mal mit, die sind gekocht. Ah. Ah. Lass mal die Bömpeln vielleicht. Den nehme ich jetzt mit. Den Ring, den brauche ich nicht unbedingt. Ich habe aber auch keinen Platz mehr. Wir müssen die größeren Kisten schaffen, manchmal. Aber guck mal, hier habe ich schon angefangen. Dann mache ich hier mal überschüssige Sachen rein, wie das und das. Dann hatten wir hier die Miasmaflüssigkeit. Und nebendran, glaube ich, meine Tierfell. Erde kommt vorne, Holz kommt vorne, das kommt vorne, das kommt auch vorne. Ja, dann mache ich doch die Kohle einfach bei den Gesteinen mit rein, oder? Erde, Feuerstein, Stein und Kohle irgendwie als Produkt aus dem Ding hier rein. Dann einmal hier der Holzi. Zack, zack, zack. Und dann nochmal das Fleisch. So, das war's erstmal. Ich komme auf euch zurück. Flamme, wir reden noch. Jetzt möchte ich vom Punkt her mal gucken. Ich gehe mal hier hin jetzt. Ich glaube nämlich, dass wir von der anderen Seite vielleicht einen schöneren Zugriff haben auf die Salzminen. Also auf die Todesstelle. Die Salzmine haben wir ja recht schnell gefunden. So, pass auf, ich stehe jetzt hier auf der Hochweide. Ich drehe mich jetzt erstmal hier hin. So. Das heißt, hier haben wir dann die Geschichte. Hier, das wäre so mein Ankerpunkt erstmal. Da möchte ich jetzt hin. Ich habe mich mal ein bisschen fallen lassen. So, und hier an der Stelle gucken wir mal. Aber jetzt sieht es tatsächlich. Ich glaube, ich bin am Baum hängen geblieben. Ich glaube, ich bin da gerade mal an einem Bäumchen hängen geblieben für einen Moment. Nee, das ist zu hoch hier. Das ist mir zu hoch. Von da drüben sehe ich spontan keinen Zugang. Möglicherweise ist aber diese Schlucht, was wir suchen. Wir gucken. Es sind 190 Meter. Mit dem Miasmatrag kriege ich die locker gelaufen. Selbst ohne, glaube ich. Hier sieht es doch vernünftig aus. War auch nicht wirklich, ne? Das sind so viele Sachen zu entdecken. Guck mal hier, ne? Ich kann mir natürlich auch was bauen, aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist, wenn man die richtige Stelle mal kennt. Hier sehe ich's. Hier sehe ich's. Hier kommen wir. Hier kommen wir, glaube ich, rein. Ich hüpfe mal darüber, Leute. Das sind so viele Dinge. Dachte ich schon, ne? Lass uns mal kurz darüber gehen. Weißt du was, aber jetzt haben wir wieder so ein Flubi. Zack, haben wir wieder einen Funke, ne? Und der liegt, glaube ich, auch noch unten, der eine. So, Leute. Die Frage ist, ob ich hier rausgehe. Na, das ist auch noch. Ey, aber hier sind Lampen, ne? Lass uns spaßhalber mal den Weg da weitergehen.
Es kann aber doch nicht sein, dass es nur so. Aber wenn ich es richtig sehe, ist hier miasmafreie Zone zwischen den beiden. Ich hopfe da jetzt runter. Sind wir morgen noch nicht hinten? Hier ist miasmafreie Zone. Ach, mein Zeug liegt da hinten. Ja, da muss ja irgendwo rausgehen, Leute. Ich hole jetzt mein Zeug und dann gehen wir halt hierher erstmal zurück und dann überlegen wir weiter. Komm, das machen wir jetzt. Miasma, Miasma, ich hätte gern zurück, was ich einst verlor. Ah, guck mal, die Flamme macht uns auch hier. Ey, wenn wir einfach auf dem Weg bleiben dann irgendwie. Vielleicht geht ja das. Da geht's auch lang. Ich nehme schon mal hier mein Schwertel in die Hand. Genau wegen euch. Wenn er nicht eingeloggt ist, ist schlimm. Muss ich nachher angucken, die Waffe? So, ich mache jetzt nicht so leid. Wir haben 7 Minuten Zeit, wir werden doch hier rausfinden. Wo ist denn da? Ist er. So. Ich habe alles genommen. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder zurück. Ist doch der Rückweg, oder? Und ich glaube, ich bin hier lang gelaufen. Gehen wir erstmal in diese Zwischenzone und dann würde ich nochmal reinlaufen und dann links gucken. Achtung, Zwischenzone. Zwischenzone ist jetzt mittlerweile Geschichte. Nee, ne? Hier kriegen wir wieder aufgeladen. Ja, entspann dich mal kurz. Ich guck mal eben. Aha, wir laufen praktisch dann hier in die nächste Zone rein. Wie weit wir jetzt da schon unterwegs waren hier. Vielleicht geht es auch hier hoch, weißt du? Wenn ich jetzt zurücklaufe und dann links laufe ich hier rein. Ich probiere das jetzt mal. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich kann ja jederzeit zurück. Ich weiß ja, dass ich, wenn ich noch 3 Minuten habe, muss ich zurückgehen, sowas, ne? Oder machen wir die Hälfte. 4 Minuten. Wenn es oben anzeigt, 4 Minuten, 3 Sekunden, gehen wir zurück. Und halten uns jetzt einfach auf dem Weg. Das sind auch Lampen. Ich nehme schon an, dass die zu irgendwas führen. So, jetzt langsam, Digga. Du musst dich nämlich auch verteidigen, wenn jemand kommt. Ist ausgerechnet Nacht, ne? Da gibt es bestimmt auch irgendwo Stellen mit einem Stundenglas. Weißt du, wo ich noch nicht kenne? Ich heb mal meine Ausdauer, dass ich im Kampf nachher fitter bin, wenn sie mich überraschen. Weil hier ist schon ein Weg, ne? Oh Scheiße, Alter, was geht denn hier ab? Elixierbrunnen. Stimmt, da hatten wir doch auch eine Aufgabe, ne? Da vorne sehe ich, glaube ich, sogar. Ne, ist was Elix. Ist was Explosionsfähiges hier? Vielleicht kommt man von hier irgendwie hoch. Glaube ich. Schwierig. Da ist eine Kiste, die nehme ich jetzt mal. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, von wo ich kam. Halt. Ey, findest du die geilsten Sachen gerade? Ich hätte mir eine Markierung machen sollen, aber naja. Hier war das Fass. Jetzt sind wir an diesem Elixierbrunnen. Ich nehme an, hier geht es nicht raus. Ich gehe mal zurück und laufe dann durch die Schlucht auf die andere Seite nochmal.
Das Miasma ist gar nicht grundsätzlich überall gefährlich, ne? Es gibt hier locker Stellen. Es gibt hier locker Stellen, wo du feinfrei. Natürlich, den Druck hast du immer. Jetzt laufen wir noch in die andere Richtung ein paar Meter und dann muss ich halt überlegen. Ach so, ich hält. Ich kann doch da hinten raus porten, ne? An der miasmafreien Zone kann ich mich doch nach Hause porten, richtig? Heia. Heia. Also, dann ist das schon mal gebongt. Ja, aber es heißt ja nicht, dass ich jetzt heim muss, ne? Ich kann ja mal darüber laufen noch. Machen wir hier das gleiche Spiel. Wir laufen 4 Minuten rein und dann drehen wir rum. Und dann porte ich mich nach Hause. Super. Gott sei Dank fällt mir das manchmal aus selber alles ein, weißt du? Okay, die entzündet das Licht. Es gibt hier bestimmt einen Weg raus. Es bringt nicht so viel, das Licht, gell? Ah, guck mal hier drüben, Kollege. Lass mal weiterlaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gerade auf dem Weg raus sind. Es wird der Tag kommen, an dem sich uns das alles noch mehr erschließt, glaubt man's. Hier, die Flamme leuchtet ja schon irgendwie hier einen Weg, ne? Die Frage ist nur. Huh, du Sack! Gehst jetzt ran, lang. Ich würde sagen, hier lang. Sind wir noch auf dem Weg? Naja. Flamme, jetzt wäre der Moment. Ich habe das Gefühl. Jo. Jo. Wo sind wir? Hier ist die Jägerin. Die Bäuerin haben wir da geholt. Sehr geil. So, ich würde sagen, wir porten uns heim und gucken mal, ob wir mit dem Thema Beete schon was anfangen können. Weil wir müssten jetzt eigentlich ja unser gesamtes Zeugs wieder haben, ne? Nächstes Mal nehmen wir natürlich gleich ein bisschen mehr mit. Cool, also wir haben einen Weg rausgefunden. Das ist doch schon mal was. Zack, heim. Das ist super interessant da unten mit dieser, wo wir gerade waren, in dieser kleinen City, ne? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, Flamme, wollen wir auch noch miteinander reden? Komm, habe ich ja versprochen. Ich gehe erst kurz schläfeln. Ich will es hell haben. Ich liebe das, wenn es hier hell ist. So, einmal kurz abliegen. Ah. Jetzt haben wir schon einen Drang, um 2 Minuten länger unten zu bleiben. Und dann die Flamme später noch aufgewertet ist, dann geht es ja immer länger, ne? So, Träumchen. Ist es nicht wunderschön morgens hier? So, liebe Bäuerin, ich würde ja mal behaupten, dass wir Farmboden brauchen. Das heißt, Knochenmehl brauchen. Man müsste durchgemahlen sein. Ich schau mal eben. Knochenmehl. Erde wird zur Mutter Erde. Wir reden noch, wir reden noch. Versprochen, versprochen. Ich will doch mein erstes Beet mal aufsetzen. Erde. Dup, dup, dubi, dup, dup, dubi. Farmboden. Für ein Saatbeet brauche ich 10 Farmboden. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind 3. Alle guten Dinge sind Holzscheit. Holzscheit muss ich rein. Kein Problem. Das ist sowas von kein Problem. Ist ein wunderschönes Spiel. Ah, da guck mal. Guck mal. Saatbeet, ne? Dann muss ich aber ganz kurz, sehe ich gerade, einmal geschwind hier ein bisschen. Mach mal die Dinger hier rüber. Das machst du auch rüber.
Wachs. Ja, ich muss wieder sortieren. Das ist doch kein Problem. Was macht er denn? Wieso hat denn der die Flammen noch nicht eingelöst? Was ist mit dem los? So, 2, 3. Sorgt dafür, dass Setzlinge in einer sicheren Umgebung keimen können. Erste Frage, die sich ein neuer Ackerbaubesteller, wenn man so sagen darf, sich stellt, ist natürlich: Kannst du die Saatbeete, die wollten wir uns auch noch angucken, gell? Lass mich mal das ganz kurz erledigen. Wir haben hier eine 17 Schaden auf Stufe 5 geschärftes Breitschwert, Nahkampfwaffe. Breitschwert, das fast zu groß ist, um es schwingen zu können. Der ursprüngliche Besitzer muss ein Riese gewesen sein. Das ist ja eine geile Klinge, aber es ist keine Zweihandwaffe, ich dachte für einen Moment, ne? So, die Frage, die sich mir stellt, ist, ich kann es hier hin machen. Und ich kann es auf Gebautes machen. Das heißt, da das jetzt keine Felder sind, wie ich gedacht habe, so Maisfelder, würde ich in unserem Fall hier den Balkon nutzen. Ich würde den Balkon nutzen. Eins, zwei, drei kriege ich hier locker hin. Dann setze ich sie hier ganz kleines bisschen da rein. Ne. So, auch hier ganz kleines bisschen da rein. Und den werden wir entsprechend dann in die Mitte verfrachten. So, wir haben jetzt drei Beete angesetzt. Jetzt gucken wir nochmal rein. Herstellen. Ein Buschsetzling, der zu einer Pflanze heranwächst, wenn er in die richtige Erde eingesetzt wird. Pflanzenfasern. Bauen wir mal einen Buschsetzling. Hast du gesehen, wie die da rausge... Hier wollte ich aber keinen Buschsetzling drin haben. Jesus, Maria, wir haben schon 8 Rezepte, ne? Bärenbuschsetzling, Maissetzling, Laubbaumsetzling. Ich gehe mal ganz kurz unser Zeugs holen. Ist das schön? Oh, das ist so schön. Ich brauch irgendwie eine Idee, wenn wir ganz viele Felder haben werden. Mais nehme ich mit, das nehme ich mit. Aurelia nehme ich mit. Bärchen nehme ich mit. Pilze. Achso, ich müsste dann noch mehr Beete machen, ne? Ja, muss ich nicht. Ich kann ja erstmal mit einem anfangen. Sag mal, wird das Mützel-Dings da hinten größer? Mützel? Mützelscher Mützel, soll ich dich abbauen? Soll ich dich etwa abbauen? Salz müssen wir auch noch hier, das müssen wir auf jeden Fall. Achso. Ist ja kein Problem, wir haben jetzt ja Salz geholt, gell? Trockenes Fell. Machen wir mal 25er Salz. Nein, kannst du schon mal schaffen. Guck mal, siehst sogar Salz, ne? Schön, schön, schön. Gut, nicht genug Material. Ich würde behaupten, wir nehmen hier mal die Tomate. Eine Tomate und ein Wasser. Wasser habe ich vergessen natürlich. Ach, die Pflanzenfasern brauchen es nicht. Und hier hätte ich halt schon Bock auf. Auf was hätte ich denn hier Bock? Tannenbaum, Laubbaum, Aurelia. Hier auf Mais halt, ne? Also Wasser. Kein Problem. Kein Problem. In diesem einen speziellen Fall haben wir auch Wasser. Und vorne ist ja der Brunnen, an dem kann ich ja unendlich Wasser schöpfen, ne? Wenn wir nicht sogar schon selber einen Brunnen bauen können. Gleich ist das erste Fell getrocknet. Das ist so schön. Das ist so schön. So, bitte einmal die Tomaten. Kriege dann 5 Stück raus. Eine Tomate. Okay, ich mache beide rüber. Bup. Und. Achso, habe ich schon Wasser dabei gehabt, war, ne? Stapel teilen. Machen wir mal die Hälfte Wasser rüber. So. Und hier. Und auch hier links. Guck mal, es wächst auch. Hier machen wir dann die Maisgeschichte rein, würde ich sagen. Machen wir mal den kompletten Mais rüber. Und machen wir mal die Hälfte vom Wasser noch rüber. So. Eine innere Zufriedenheit stellt sich ein, den Pflanzen hier beim Wachsen zuzugucken, glauben wir es. Ist aber eine Standardanimation, glaube ich, ne? Also da werden jetzt nicht gleich Tomaten hängen, oder?
Oh, guck mal, der ist schon höher jetzt wie die anderen. Das erinnert mich so ein bisschen an. Ja, guck mal, das ist eine Animation. Das erinnert mich aber ans Auf und Ab des Lebens, ne? Schöne Geschichte. Gut, läuft. Dann haben wir dieses Ding auch schon mal im Test. Sehr schön. Wie sieht es hier aus? Zwei Trockene. Gute Geschichte. Wenn wir jetzt nur wüssten, warum ich sie gebraucht habe, unbedingt. Muss mit der Jägerin zusammenhängen und ich glaube mit dem vergrößerten Inventar. Hast du gerade gewunken, hast gesagt, ich habe. Ja. Zwei getrocknete Felle und fünf Garn. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingeschmissen habe, aber wir finden die bestimmt. Hier sehe ich sie nicht. Zwei getrocknete Fell. Und wir brauchen fünf Garn. War da gerade Garn? Ne, das Knochenmehl war hier. Irgendwo habe ich auch Garn reingeschmissen, glaube ich. Aber solange ich nicht sortiere, was ich jetzt hiermit gelobe, bald zu tun, wird es nicht zu leicht. So. Garni. Garnison. Weißt du, Garnison? Kriege ich jetzt meine Erweiterung? Hallo. Bitte baue mir einmal den kleinen Rucksack. Ich danke dir. So. Da gab es nämlich einen extra Platz dafür. Der ist hier. Im Moment sieht es in meinem Rucksack so aus. 3, 6, 8 auf 3, ne? 8 auf 3. 8 Slots mehr. Jo, einfach mal eine Reihe mehr Materialien sammeln können, ist doch super. Leute, es macht so Laune. Vorne mal das Knochenmehl. Dann haben wir hier einmal die Holzsäure durchlaufen. Hier dürfte momentan Stillstand sein, Kohle. Ne, Kohle läuft auch, produziert. Dann haben wir oben das Feld zum Trocknen und die Pflanzen. Da gucken wir gleich nochmal vorbei. Jetzt schwätze ich nochmal mit der Flamme geschwind. Ein weiterer Überlebender ist erwacht. Der Alchemist wird sich mit seinen Tränken und Heiltinkturen als sehr hilfreich erweisen. Jetzt überlege ich halt, ne? Wir könnten sie erweitern. Aber. Hier, guck mal. Mutterkopf. Und das klingt für mich tatsächlich nach dem nächsten Boss. Kohle, Feuerstein, Miasmaholz, Funken. Oder so. Ich glaube, dass wir tatsächlich vielleicht. Ich glaube, dass wir hier bleiben erstmal. Wir müssten als nächstes, meiner Meinung nach, natürlich weiterbauen, ist klar, aber wir müssten mal einen Ausflug machen an die Spots, die jetzt sich hier so auftun. Und einfach mal einen Spot looten, weißt du? Wir haben jetzt noch einen Überlebenden, den würde ich noch holen und danach suchen wir uns dann mal so dieses Farnfeld oder wie das hieß. Und dann gehen wir da mal einfach die Notizen einsammeln und uns ein bisschen länger aufhalten in so einem Gebiet. Weil ich jetzt ganz viele Gebiete freigelegt habe mit euch, die wir nicht gemacht haben aufgrund unseres Ziels, ne? Ich glaube, das machen wir demnächst mal. So, lass mich mal reingucken. Ah ja, guck mal, oder? Nee. Das sind Setzlinge dann einfach nochmal. Ich habe gar nicht so richtig geschnallert, was ich schnallern muss. Ein Setzling, der zu einer Pflanze heranwächst, wenn er in die richtige Erde eingesetzt wird. Oha! Nee, oder? Ich nehme jetzt mal an, das ist die richtige Erde, ne? Wir gucken mal, das wird wahrscheinlich so ein Busch wie B. Und dann kannst du ihn abändern, hast du eigenes Material, aber das machst du dann nochmal eine Stufe. Oh, dann kriege ich ja doch Felder gebaut. Oh, geht das mit den Dingern auch? Bitte, 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 Spiel, bitte. Lass mich Felder, Weißfelder. Bitte. Okay, ne, das schmeißt Tomaten raus. Nee, ich brauchte Tomaten zum Reinmachen. Ja, klar.
Was? Wie lange dauert es? Das funktioniert mit Feldern. Ich kann mir wunderschöne große Maisfelder bauen. Ja, ich bin happy. Ich bin. Ich sag immer Happy Mappy, weißt du? Ich bin gerade wirklich glücklich. Das macht mehr Laune, als ich es mir erträumt habe. Ich wusste, dass es Spaß machen wird und dass es uns eine Weile beschäftigt, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ja, ich baue gerade schon mal mein Maisfeld, weißt du? Leute, das wird gut. Und dann können wir ja Zäune auch beispielsweise, ne? Oh Gott, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das. Ja, Zäune, wir haben erst eine Zaunsorte, aber eine Zaunsorte ist schon mal was, ne? Ach ja, krass. Einfach mal, dass wir mal einen Anfang wissen, geschwind. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich. Aber das kann ich ja jetzt einfach mal testweise hier anlegen, ne? Umtopfen. So, und da würde ich dann schon mal einfach testweise mal ein Maisfeld reinbasteln, gemütliches. Aber ich topfe mal die spaßhalber um. Ist halt ziemlich cool, ne? Was passiert, wenn ich jetzt hier... Zack, ist es schön. Leute, gehen wir morgen mal gucken, ob wir das erste Maisding schon ausbringen und dann produzieren wir das so, dass wir da unten ein schönes Maisfeld haben werden. Jetzt muss da nur noch kommen, dass man den Mais ernten kann ohne die Pflanze. Aber die musst du nachsetzen, denke ich mal. Also wenn ich es richtig sehe, brauche ich für 20 Maissetzlinge 15 Minuten. Das heißt, die werden wir morgen zu sehen kriegen, ja? Und wenn ich's, dann brauche ich natürlich auch ein Tomatenbeet. Und ich glaube, dass es noch weitere geben wird. Was heißt weiter geben wird? Guck mal. Ja, also wir haben die Möglichkeit, auch Pilzsetzling zu machen. Tanne, Laub, Aurelia-Blumensetzling ist auch mit Sicherheit nicht uninteressant. Also, top. Lasst uns den letzten NPC holen, um diese Bretter noch herstellen zu können. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie diese Reisen halt machen. Dass wir immer mal, weil wir haben zum Beispiel in der Demo in so einer Krypta diese Knochenblöcke gefunden. Die haben wir jetzt hier zum Beispiel noch nicht. Ne? Dass wir auch so ein bisschen noch was machen. Freue ich mich drauf. Morgen geht's weiter, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Bis dann.